Liebe Freunde, ich begrüße euch auf meinem Kanal und heute geht es einmal nicht um diese leidige Politik, sondern so vor Weihnachten einfach einmal um eine kleine Rückschau auf das Jahr und um das Thema anfallsweise Arbeitswut. Viel Vergnügen! Weihnachten steht vor der Tür, vielleicht wird's weiß und dann kommt auch schon Silvester. Also, Sie hatten sicher genug am Hals dieses Jahr und deswegen möchte ich Ihnen heute nicht auch noch die Weihnachtsstimmung vermiesen, so mit so schrecklichen Nachrichten aus der Politik, auch wenn sie lustig dargebracht sind. Nein, ich möchte heute einfach mal nur generell auf so ein Jahr und seinen Ablauf so zurückschauen. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Diese plötzlichen Arbeitsanfälle von Mitmenschen, die man vorher wochenlang nicht erreicht hat und die geradezu komatös reagiert haben. Ja, am Telefon, nicht? Und die demotiviert alles blockiert haben und die dann aber an einem Dienstag plötzlich alle anrufen und alles auf einmal zur gleichen Zeit von ihnen wollen. Und da gibt's so, seit ein paar Jahren gibt's da in der Arbeitswelt so ein Phänomen der seltsam auf- und abschwellenden Zyklen. Das sind so Aktivitätszyklen, die man gar nicht zuordnen kann. Und die haben auch nichts mit dem Mond zu tun oder mit dem DAX und nichts mit PMS bei uns Frauen oder mit dem Stammtisch, auch nicht mit Politik. Nein. Und ich habe das bisher auch nicht ergründen können. Das ist so wie ein Verhalten wie das von Zecken, die monatelang auf einem Baum hocken und sich totstellen und sich dann unvermittelt auf einen ahnungslos vorbeikommenden Wirt fallen lassen und ihn aussaugen. Aber ich habe es nicht herausgefunden, nach welchem mysteriösen System das abläuft. Also bei uns in Bayern ist es so, im Januar, da liegen alle wie ausgebrannte Knallfrösche im postchristlichen Winterschlaf. Und also da ist gar nichts, nicht? Und früher ist es dann so am 10. Januar nach kurzer Aufwachphase losgegangen. So, jetzt packen wir es wieder. Und inzwischen sagt man sich Anfang Februar, dass sich das eh nicht mehr lohnt, weil man jetzt eigentlich warten könnte, bis der Fasching vorbei ist. Also Karneval, nicht? Und danach, ne, nach Ausschlafen des landesweiten Rausches und Überwinden des auch mentalen Karnevalskaters, der über der ganzen Nation liegt, gibt es einen ruckartigen, ganz kurzen, heftigen Arbeitsanfall, einen Scheinaufschwung, der aber nur zuckt und der aber dann durch die einsetzende Grippewelle sofort sabotiert wird und da erreicht man dann gleich bis Mitte März überhaupt keinen mehr in den Büros. Mir geht's so schlecht. Nein, nicht Corona, eine Grippe, wahrscheinlich nur Bronchitis. Furchtbar. Und dann kommt Fastenzeit, dann kommt Sauwetter, Osterferien, da sind sie alle in die Staus mit den grantigen Kindern zur Oma unterwegs. Vergiss es. Und dann geht's nämlich im Mai plötzlich fürchterlich los und da packen die alles auf einmal an und pumpen alle Kraft ein und planen alles, was an Projekten bis 2025 realisierbar sein könnte, wollen dringend umgehend Antwort rufen, fünfmal nach, wollen alles fixieren, gleich sofort, vorgestern soll es fertig gewesen sein, scheitert aber dann die Ausführung und Umsetzung an, ja, Juli, Hitzewelle, bevorstehende Schulferien, die bald losgehen, so in 3 Wochen, Biergärten, ja, Mai, Badeseen, August, Hitze, Sommerloch, vergiss es, keine Sau erreichbar, Urlaubszeit, nichts los, bringt nichts. Und dann? Dann holpert es im September, Oktober, so dahin, schwingt sie ein bisschen auf, bleibt aber doch relativ demotiviert durch die einsetzende Herbstmelancholie. Das fallendes Laub, braune Blätter, mentales Schwächeln und das lappt er dann direkt in die Winterdepression ein, nicht aller Seelen, aller Heiligen, mir selber wie tot. Erkältungen wieder, kreisliches Wetter, kalt, für Teufel ist es Demotivation, Sauwetter und dann
Weihnachten, mein Gott, Geschenke wieder, ja. Und dann, mein Gott, da ist ja schon wieder Silvester, du glaubst es nicht. Mai ist das Jahr dahin gerannt. Bis schau, es ist vorbei, gell? Ja, das deutsche Jahr ist wieder einmal rum. Und ich behaupte ja, darum ist die Regierung auch so unfähig, nicht? Einfach Zeitmangel, gell? Energiemangel. Man kommt zu nichts, nicht? Und sie haben also lange Sommerpausen, wo gar keiner da ist, nicht? Muss ich ja leider sagen, ich finde, jede Hausfrau hat ihren Saftladen besser im Griff. Das nur am Rande, weil ich wollte nicht auf die Politik kommen. So. Also, die Kurzfassung ist, die Jahreszeiten machen einen aber auch fertig. Es geht von der Winterdepression direkt in die Grippewelle rein. Kaum hat man sich erholt, geht Frühjahrsmüdigkeit los. Und von der Hitzeschlappe nahtlos in die Herbstmelancholie. Die Ausfälle von Fasching, Ostern, Pfingst, Oktoberfest, Weihnachtsgans, Plätzchen, Silvesterrausch, oh Gott, gar nicht gerechnet. Ramadan täte uns auch sehr gut. Ja, ist das. Und die ganzen Dorffeste am Land. Man kommt zu nichts. Es ist ein einziges Elend. Ein einziges Elend. Wir sind ja auch Ausreden-Weltmeister oft, nicht? Muss man schon sagen. Bei vielen, da löst der eine Nichtstuwelle die andere ab. Also mir merken so nach Corona bei verschiedenen Veranstaltern so sinnlos. Ja, Herr X ist heute leider schon weg. Frau Z ist leider noch nicht da, kommt auch heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Herr B ist seit Monaten in einem Meeting und der gehirnamputierte Azubi in der Zentrale weiß genau gar nichts, Gott sei Dank, weil sonst müsste er ja Auskunft geben. Ich sage es ehrlich, ich frage mich oft, wie möchte so eine Firma so am Laufen halten, nicht? Abgesehen davon, dass man dann nur mehr in der Hotline irgendwie eine halbe Stunde bis zu drei Stunden verrottet in der Linie, nicht? Ich meine, haben Sie schon mal irgendwen um Rückruf gebeten? Ja? Ja, viel Vergnügen, das ist seit ein paar Jahren sinnlos. Sinnlos, sogar meine ehemalige Sparkasse hat jetzt eine Hotline. Und wenn du da anrufst, nicht, dann kommst du in Neuruppin raus oder in einem Callcenter in der Mecklenburgischen Seenplatte. Aus Niederbayern, ich, oder bei einem Sachsen, der mir Auskünfte mit meinem Konto geben soll, sage ich auf Recht, sage ich Ihnen, sage ich gar nichts, du. Und ein Freund von mir, oh, der hat so gut sind, beneide ich wirklich, der Joe, der lebt seit 1997 auf Teneriffa. Und wenn ich den mittags um 1 Uhr anrufe, dann ist er gerade aufgestanden, und wenn ich ihn frage, na, wie geht's? Dann sagt er immer, ja, gut. Gomera liegt halt wieder im Nebel. Super. Meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen fulminanten Jahreswechsel. Und dann sehen wir uns wieder. Servus.